die zugleich unmissverständlich klar macht, dass wir Hass und Gewalt gegen Menschen gleich welcher Religion, gleich welcher Kultur, gleich welcher Lebensweise nicht hinnehmen können. Und untrennbar mit diesem Bekenntnis ist auch der Israeltag verbunden. Mit dem nie wieder nach Shoah und dem Verlust von Millionen Menschen, verbunden mit der unverbrüchlichen Verpflichtung, alles zu tun, um Jüdinnen und Juden zu schützen. Stop, 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 stop.